Ich habe nicht wirklich einen Namen. Ich hatte mal einen und viele Leute wollten wissen, wie er lautet. Manche nennen mich Trilby und ich denke, als Name reicht das. Ich wurde schon viele Dinge genannt. Ein Dieb, ein Nichtsnutz, ein Krimineller. Ich denke an mich selbst am liebsten als eine Art Gentleman-Dieb. Und heute Nacht habe ich etwas potenziell sehr Lohnendes in Aussicht. Mein Kontakt ruft mich mitten in der Nacht an und hat mich gefragt, ob ich vom Defong Manor wüsste. Anscheinend ist der letzte der Defong-Linie gerade gestorben, ohne Erben. Und der ganze Familienkram steht da jetzt einfach nur rum. Die Anwälte haben den Ort natürlich verschlossen, aber das hat mich noch niemals aufgehalten. Und natürlich ist das ganze Haus vollkommen verlassen. Ja, das sollte ein schmerzloser und lohnender Abend werden. Herzlich willkommen, ihr Freunde der gepflegten Zeitverschwendung, zu Let's Play Five Days a Stranger. Das nächste in der Reihe der Ben Yahtzee Crowshower-Spiele, zu denen auch zum Beispiel Trilby The Art of Theft gehört hat. Ganz echt zu sein, The Art of Theft ist nur ein Prequel zu dem vierteiligen, nenn ich's Epos, den Yahtzee Crowshower sich da zusammengebastelt hat, von dem Five Days a Stranger den ersten Teil darstellt. Wie ihr seht, das Spiel ist komplett auf Englisch und nicht mehr eins dieser, naja, wie soll man sagen, Stealth Games, sondern ein Point-and-Click-Adventure mit leichtem Horrorthema. Leider bedeutet das auch, dass ich jetzt wirklich vollkommen den übersetzerischen Löffel abgebe, denn es ist zu viel Text und wirklich zu schnell hintereinander, als dass ich das noch irgendwie erfassen könnte. Deswegen ist zumindest eine Grundkenntnis der englischen Sprache absolut wichtig für dieses Let's Play und die folgen werden. Wie ihr es gesehen habt, der Anfang ging noch, aber naja, so wenig und so simpel wird das nicht bleiben. Ihr werdet schon sehen, was ich meine. Five Days a Stranger ist das erste Spiel in der Vierer-Reihe, deren Namen ich jetzt noch nicht verraten darf, da das schon ein Spoiler dieses Spiels beinhalten dürfte. Aber ich werde gleich sagen, das hier ist meiner Meinung nach der schwächste Teil. Was nicht bedeutet, dass es schlecht ist. Nein, ich habe immer noch das Gefühl, es ist ein sehr atmosphärisches Spiel und auch für ein Indie-Game eines der besten, die ich kenne. Aber im Vergleich zu den späteren, die meiner Meinung nach wirklich genial sind, ist es eher schwach. Oder sagen wir mittelmäßig. Naja, vielleicht ist es auch nur meine Meinung. Es liegt an euch zu entscheiden, falls ihr mir hierbei folgen möchtet. Wir spielen es in der Special Edition, die glücklicherweise auch umsonst einfach zum Runterladen da ist. Link in der Beschreibung, alles wie immer. Mit Interview und Autokommentar. Den wir natürlich alles auslassen, denn das brauchen wir jetzt alles nicht. Ich kenne das Spiel nur von der Story her. Ist schon eine Weile her, dass ich es gesehen habe. Und ja, muss mich da auch noch ein bisschen durchkniffeln. Aber ich würde sagen, das kriegen wir zusammen schon hin. So, genug gequatscht. Ich würde sagen, wir fangen einfach mal mit unserem guten altbekannten Trilby an. Und betreten The Defong Manor. Tag 1. Trilby in Großaufnahme. Ganz genau. So, wie ihr seht, wie ihr vielleicht hört, sind hier schon Fußschritte. Aber der Ort soll doch verlassen sein. Na gut. Ach, beim Auge backt es manchmal ein bisschen. So, das Spiel hat nicht viel Musik, aber wenn es Musik hat, dann ist es gute. Bisschen zynisch, aber okay. Gut möglich, ja. Ah, na klar. So. Aha. Gucken wir uns lieber mein Safe an. Natürlich kann er das. So, dann versuchen wir den mal zu knacken. Ach, scheiße. Upsa. Er ist leer. Gut. Würde ich sagen, gehen wir mal zur Tür raus. Oder auch nicht. Gut, Safe schon geknackt. Ich denke, das war das Wertvollste hier im Haus.
Außer den knarzenden Türen. Gut, danke, dass ihr mir zugesehen habt. War kurz zu Let's Play. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal auch wieder dabei. Na gut. Oder auch nicht. Dann würde ich sagen, gucken wir uns die Tür doch mal genauer an. Es ist eine Tür. Eine Tür. Noch eine Tür. Das ist das, was wir in meinem Geschäft eine Tür nennen. Ganz genau. Ja, gute Frage. Wer weiß? It's larger than a window and smaller than a garage. So I guess it's a door. This is the best door in the whole house. Echt? Erzähl mir mehr davon. Oh, nicht wirklich. Erzähl mir mehr. Patricia, so, so. Klingt nicht schlecht, upsa. Leadsänger von der Doors. Ja, na gut, ich hab's verstanden. It's a door. Gut. Sie hatte wirklich das wunderschönste Paar Ohrringe. Sehr schön. Die Tür knarzt ganz schön. Vielleicht sollte ich sie mir genauer ansehen. Ach, was soll's. Was? Leichte Überreaktion, mein guter Herr, oder? Ah, ja, vielleicht liegt's daran. Verdammt gute Frage. Finden wir's raus. It's a door. It's locked. It's a door. It's locked. Smaller than a garage and bigger than a window, so I guess it's a door and it's locked. Oh, endlich mal ist was nicht zu. Oh, ich habe immer so ein ungutes Gefühl, wenn ich Duschvorhänge sehe. Ja, okay. Ein Bidet. Ja, hast allerdings recht. So französisch. Das kann einfach nicht gut enden. Oh, doch, doch. So. Aha. Okay. Gehst du vielleicht auf, dann hätten wir das jetzt schon hinter uns. Ach, war ja klar. Ein Teppich. Ja, dann bleibt uns wohl nicht viel, als der Person von eben zu folgen und treppab zu gehen. Okay, was haben wir hier? Telefon. Okay, keine Ahnung, was das bedeutet. Gut, raus geht's. Aha. Okay. Upsa. Nochmal. Upsa. Naja, sagen wir einfach, das Ding ist verschlossen. Gehen wir mal nach links. Ein Porträt. Sir Roderick Defoe. Tisch. Nichts unterm Tisch. Ja, wir haben wohl die Kirche gefunden. Erstmal gucken, was wir haben. Kann ich es nochmal aufmachen? Genau. Interessiert niemanden, ob wir hier verhungern. Schade. Da ist nichts. Was ist das denn? Komm her. Auge. Ach, müssen wir es ein bisschen anders machen. So. Salz. Toll. Kann ich das mitnehmen? Alles klar, ja. Ja, toll. Jetzt
auch nicht das Gelbe vom Ei, muss ich zugeben. Und leer ist es auch noch. Ah ja. Gut. Da geht's wohl nach draußen. Ich höre aber wieder Schritte. Ich würde euch übrigens raten, das mit Headset zu gucken. Hat einfach einen atmosphärischeren Effekt. So. So, gehen wir erstmal nach da. Weil die andere Tür wird wahrscheinlich eh zu sein. Oder auch nicht. Ein Lehnstuhl, oder? Okay. Hat leider keine Sprachausgabe, das Spiel. Sonst hätte ich die schon besorgt. Bourgeois indeed. Auf geht's. Oh, ist ein ganz nettes Bild hier eigentlich. Okay. Fernseher. Was Spannendes. Oh. Bisschen Exposition. Ganz leer wohl nicht. Okay. Ja, das heißt doch immer. BBC News. Sehr schön. Ah, das loopt wahrscheinlich nur. Oh. Okay. Da bist du nicht der einzige, Trilby. Nicht der einzige. It's a door. Wow. Ups. Bitte was? Okay. Na, ganz toll. Tja, wie viele Leute sind denn noch hier drin? Also mindestens zwei. Gute Frage. Hardy. Philip Hardy. Oder Phil einfach nur. Ich bin Trilby. Okay, das gefällt mir aber so an sich gar nicht. Mhm. Na klar, Phil. Tja. Mhm. Also Jim. Ein wohl etwas jüngerer Mann. Simone Taylor von der BBC. Die arme Frau. Nein, die BBC hat sich in letzter Zeit sowieso nicht mit rumbekleckert. Und AJ. Ich glaube, den haben wir dann schon gesehen. Irgendein Typ mit einem Schnurrbart. Okay. Ja, genau, den haben wir schon getroffen. Phil, du bist ein Arsch. Okay. Okay, klar, warum nicht?
Wenigstens nimmt das mit Humor. Okay, dann begeben wir uns mal auf die Suche nach anderen. Gucken uns aber erst natürlich ein bisschen um. Das Flüstern. Die Stimmen in meinem Kopf sind wieder da. Rifle. Okay. Ach, Kanada. Okay. Native Village, okay. Noch ein Löwen. Na gut. Und was haben wir hier? Rather hideous looking wooden idol. Soll dazu sonst noch was? Das passt hier nicht so ganz dazu. Anscheinend nicht. Gut, der Raum ist wohl nicht allzu wichtig. Bis auf das Gewehr. Könnten wir vielleicht nochmal gebrauchen. Gehst du nochmal an? Ich glaube nicht. Jetzt hängen wir hier tagelang fest und können nicht mal fernsehen. Das Leben ist schrecklich. So, das Bild habe ich eben vergessen. Wir sehen nur Landschaft. Bisschen amateurhaft, aber von Matthew Defoe gepinselt. 18, schieß mich tot. 18, 18. Bisschen selbstverliebt, die guten Defoes. So, Telefon klappt nicht. Würde ich sagen, gehen wir mal in den Garten? Hinterhof? Keine Ahnung, die Tür, die eben nach draußen geführt hat. Und er sprach hier eben von einem Garten. Jene hier. Ah, da. Ein Zweig. Komm her. Warum ich den mitnehme? Warum ich den mitnehme? Point-and-Click-Sammeltrieb. Was für ein Riesenspaß, ja. So, hallo Door. Natürlich ist er das. Window. Gute Frage. Ah, komm. Du willst es doch auch. So, Window. Ah, da sind wohl einfach nur Werkzeuge drin. Gut, bewegen wir uns mal ein bisschen weiter. Hier haben wir einen Pool. Wenigstens können wir schwimmen gehen, wenn uns langweilig wird. Pipeline. Okay. Tja, das ist verdammt gute Frage. Okay. So, Lawn. Ein paar Löcher haben wir noch. Gucken wir uns mal um. Ach, das Augensymbol will nicht so ganz. So. Also entweder hat jemand sich wirklich Mühe gegeben, dabei sich rauszugraben. Oder jemand hat was gesucht. Das ist halt jetzt die Frage. Muss ich auch nicht unbedingt rein. So. Also, falls es einer noch nicht mitbekommen hat, wir hängen jetzt leider diesem Haus fest, genauso wie noch vier andere Leute. Und müssen die jetzt finden, um ein Meeting zusammenzurufen. Was mir ein bisschen Sorgen macht, ist, dass wir nichts zu essen haben. Ja, aber gut. Ja, hier unten ist auf jeden Fall niemand. Draußen ist niemand. Vielleicht soll ich dann mal wieder hochgehen. Viele Optionen bleiben ja nicht mehr. Vielleicht ist jetzt eine Tür offen. Hör auf, mir ins Ohr zu flüstern, Cthulhu. Oh. Hallo, junge Dame. Alles klar? Ich glaube, die spreche ich mal an. Simone. Entschuldigung. Philipp hat sie schon getroffen.
Ja, natürlich. Nope. Oh, nein. Schnell, Trilby, stun sie mit deinem Regenschirm. Ja, besser nicht. Oh, das ist ja wunderbar. Ja, das ist eine gute Frage. Aber Trilly würde auch bestimmt helfen können, oder? Er ist schließlich ein Meisterdieb. Außerdem hat er Schlösserknacken Level 3 gekauft. Da hast du recht, Trilby. Da hast du recht. Kriegst du die Tür vielleicht auf? Ach, über nur's Bad. So, keiner sitzt auf der Toilette, dann können wir auch wieder gehen. So, tja. Anderen Türen, sie sind immer noch geschlossen. Dann meine ich mich aber noch erinnern zu können, wo ich jetzt die nächste Person finde. Nein, Trilby, nein, 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 darunter. Du wirst unten gebraucht. Nein, nein, Steuerung. So. Zurück an den Ort, an dem wir schon einmal waren. Wie bis jetzt, glaube ich, fast jeder Ort. Wir haben, glaube ich, schon 90% des Hauses jetzt erkundet. Ich meine, oben sind noch zwei oder drei geschlossene Zimmer und der Rest ist halt das hier. Gut, wir waren hier noch nicht drin, aber können wir mal einen Baum schütteln. Hey! Fragezeichen. Hallo Baum. Wie geht's dir, Baum? Oh, hi. Oh. Ja, sieht doch ganz so aus, oder? Das ist nicht so toll. Ziemlich sicheres Haus, wenn man einmal drin ist. So, Philipp will sich hier in der Lounge treffen. Uns fehlt noch einer der Gäste. Aber naja, der war ja nicht so gut auf uns zu sprechen und ich weiß ja zufällig, dass er nicht draußen ist. Oder? Ist er draußen? Wer weiß, keine Ahnung. Ich wüsste nicht wo, ich habe ihn nicht gesehen. Wir waren da eben erst. So. Gehen wir einfach mal in die Lounge und gucken, ob er vielleicht da rumhängt. Wenn ich mich recht entsinne, war das der nächste Raum. Auf übernächste. Jetzt kommt der Fernseherraum und dann. Ah, nee. Ah. Verloop, du bist ein Arsch. So, gehen wir das Ganze nochmal durch. Gute Frage, warum? Aber warum? Gehört, wir haben die Jungen schon mal auf unserer Seite.
Tja, gute Frage, wo ist eigentlich AJ? Philipp kennt mich. Ja, darauf können wir uns einigen. Immer positiv bleiben, Philipp. So, dann quatsche ich dir am besten mal aus. Gut, gehen wir einfach mal von rechts nach links. Simone. Was weißt du denn über das Haus? Ah ja. Ah ja, war ja klar. So, wie bist du hier reingekommen? Macht Sinn, ja. Ach, steh nicht so an. Tja, das war wohl eine blöde Idee von dir. Okay, es gibt nur eine Tür. So, ja, genau, was mit der Kameracrew? Naja, mit mehr Leuten würden wir vielleicht auch mehr wieder rauskommen. Egal, erzähl mir doch irgendwas von dir. Ja, klar, alle kennen dich, Simon. Ah. Vernichtender Schlag für ihr Ego. Gut, das war's mit Simone. Reden wir mal mit Captain Douchebag. Was weiß er denn über das Haus? Eine Menge. Im mondlichen Schatzsuche, ganz im Ernst. Okay, ja. Okay. Schon mal was für unser Inventar. Okay. Das ist bestimmt ein sehr seltenes Exemplar. So, wie bist du hierher gekommen? Okay. Okay, das ist ein bisschen gruselig. Ist natürlich schlecht. Okay, was ist generell so mit dir? Was treibst du so?
So kann man es natürlich auch beschreiben. Ja, aber außer im Gentleman. So, righto. So, mit dem letzten noch. Der junge Jim. Wie geht's dir? Was weißt du denn über das Haus? Wahrscheinlich hier nichts. Ne? Ich glaube, Jim ist noch relativ jung in diesem Spiel. Der ist erst 14 oder so. Nur natürlich. So, wie bist du hier reinkommen? Tja, du hast jetzt wohl einen Pfund verdient. Das hätte mich ziemlich erschrocken. Okay. Irgendwas über dich, was Neues, was Interessantes? Ja, der Schule, oder? Centurions Boarding School. Oh, fast 16. Okay, 15. Okay. Noch nicht allzu alt. Upsa. Okay. Stimme ich hier allerdings zu. Ja, ich auch nicht. Das wäre zum Beispiel eine verdammt gute Erklärung. Wäre auch eine verdammt illegale. Genau. Gute Frage, wo ist der Typ eigentlich? Ja, ich auch. Okay. Vielleicht irgendwer, von dem er nicht direkt wegrennt. Okay. Naja, weglaufen kann er ja wohl nicht. Tag 2. Okay.